Ach, das ist Illuvia. Seid gegrüßt, Fremder. Mir ist bewusst, dass ich mein Überleben euch zu verdanken habe. Und dafür stehe ich in eurer Schuld. Unsere Völker haben sich schon viel zu lange voneinander abgesondert. Aber vielleicht können wir das ja gemeinsam ändern. Erzählt mir was über Gorhard. Es war mein Interesse an den Menschen, das mich an die Grenzen eures Dorfes führte und meine unglückseligen Verletzungen zur Folge hatte. Ich habe vor, hier zu bleiben und zu lernen. Gorhard ist nicht einfach nur ein Dorf. Es ist ein Samen. Innerhalb seiner harten Schale findet man alles, was die Menschheit so wundervoll und auch so schrecklich macht. Und was ist mit dem Haus der Balladen? Sie sind die bedeutendsten unter uns, die Herren und Herrinnen der Erzählung. Aber es war mir niemals bestimmt, als eine von ihnen Ruhm zu erlangen. Das weiß ich jetzt. Wie alle Feen werde ich das, was ich aus ihrer Erfahrung gelernt habe, nutzen, um die dunkelsten Wälder mit Licht zu erfüllen. Meine Geschichte ist ihre Geschichte. Denn die Erzählung gehört uns allen. Erzählt mir mehr über euch. Ich diene dem Haus der Balladen als Knappe, war jedoch seit nahezu einem ganzen Zyklus nicht mehr zu Hause. Sie werden schon auf mich warten. Alles klar, lebt wohl. Plündern wir nicht das Bücherregal. Hallo. Hallo. Dann gehen wir mal nach draußen, füllen unsere Vorräte bei Nana Henry aus. Ja, ich bin doch schon öfter hier gewesen. Seht euch vor, die Rote Legion ist in der Nähe. Boah. Ich habe da drei rumliegen sehen. Ich weiß nicht, ob ich nach Karts Verrat je wieder einen neuen Lehrling aufnehmen werde. Das beweist mal wieder, dass wir Gnome lieber unter unseresgleichen bleiben sollten. Aber ja, nicht nur, weil einer mal aus der Art schlägt. Wir verkaufen erstmal ein bisschen Plunder. Statisches Zepter. Das Eisenlangschwert. Schwelender Hammer, den nehmen wir auch mal. Speerschakram. Das behalten wir auch nochmal. Edler Birkenholzlangbogen. Ich damit. Kolbende Dolche, erodierende Dolche, Birkenholzstab. Was haben wir hier? V-Schild der Ausbesserung brauchen wir auch nicht. Beinschienen, Beinpanzer, Kyras, das schmeißen wir auch mal raus. Verbeulter Kyras, Eisenkeitschild. So, und dafür kaufen wir lieber noch mal ein paar Heiltränke. Die kann man nämlich immer gut gebrauchen. 10, nehmen wir 10? Ja, wir nehmen einfach mal 10. Ich mag es immer, wenn man viele davon dabei bei hat. Lebt wohl. Lebt wohl, genau. Das wollte ich sagen. Und dann helfen wir jetzt mal dem Wolfsjungen. Ich komme immer noch nicht mit dieser Karte zurecht, aber wir haben hier noch zwei Quests offen. Und zum einen ist das die gute Gisela. Verzeihung, habt ihr etwas gesagt? Ich bin ein wenig in Gedanken versunken. Heute könnte der Tag sein, wisst ihr? Campton könnte der Nächste sein, der um diese Ecke biegt. Wer ist Campton? Er ist mein Ehemann, obgleich wir nur eine Nacht zusammen waren, bevor er in den Krieg zog. Seine Miliz kämpft unter dem Banner von General Fynn. Wir hatten eine Nacht und dann verabschiedete er sich für 3 lange Jahre. Doch er kommt zurück. Mein Herz sagt mir das. Ich werde ihn finden. Ich kann euch nicht viel dafür geben, aber was ich habe, gehört euch. Die Alpha-Armee gibt praktisch keine Informationen heraus und alle meine Bitten um Hilfe wurden ignoriert. Vielleicht findet ihr etwas in Didenhill. Dort hat sich Campton freiwillig gemeldet, obwohl das natürlich schon Jahre her ist. Danke für eure Freundlichkeit. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Wo habt ihr ihn zuletzt gesehen? Auf der Straße, die nach Osten zur Küste von Rathir führt. Er wollte sich bei dem Posten in Didenhill verpflichten. Das ist Jahre her. Wie würde ich heute wohl auf ihn wirken? Habt ihr das mit der Feier mitgekriegt? Wenn es die Duata nicht gäbe, so, würde ich sie für einen Mythos halten. Die Feien halten sich von uns fern. Vielleicht sehen sie uns als Eindringlinge in ihren Ländern.
Vielleicht lehnen sie unsere zivilisierte Lebensweise ab. Oder sie wissen vielleicht etwas, das uns verborgen ist. Diese Möglichkeit beunruhigt mich am meisten. Erzählt mir mehr über euch. Wenn es die Duata nicht gibt, vielleicht sehen sie uns als Eindringlinge in ihren Ländern. Vielleicht lehnen sie unsere zivilisierte Lebensweise ab. Über euch. Ich war die große Liebe eines Müllers, die dann die Frau eines Müllers wurde. Und nun bin ich die Frau eines Soldaten. Es ist meine Pflicht, für meinen Liebsten und all unsere Männer an der Front Wache zu halten. Was erzählt ihr mir über Gorhard? Ich wurde in diesem Dorf geboren und bin hier auch aufgewachsen. Nun ja, nicht direkt in Gorhard, sondern auf einem Gehöft außerhalb der Grenzen des Dorfes. Es war ein gutes Leben. Bis der Krieg kam, natürlich. Und der Hof des Winters? Ich bin alles andere als eine Scholarin, aber ich kann euch erzählen, was ich weiß. Es gibt zwei Gruppierungen der Feien. Den sanftmütigen Hof des Sommers und seinen raueren Vetter, den Hof des Winters. Als ich noch ein Kind war, hat man uns Geschichten über ihre uralte Rivalität erzählt. Es sind natürlich Mythen, aber sie genügen, um einem kleinen Mädchen Angst einzujagen. In den letzten Jahren wurde der Hof des Winters gestürzt und von mächtigen Feien verdorben, die man die Tuata nennt. Es sind die Tuata, gegen die wir kämpfen und die wir besiegen werden. Der Kristallkrieg? Um ehrlich zu sein, weiß ich weder, warum sich die Tuata im Krieg mit den Alpha befinden, noch warum Männer so kämpfen, wie sie es tun. Ich weiß nur, wer sich um die Folgen kümmern muss. Der Wahnsinn der Tuata hat auf den Hof des Winters übergegriffen. Bevor die Tuata auftauchten, hatten sämtliche Feien jahrhundertelang in Frieden gelebt. Das ist alles so traurig. Was ist mit den Alpha? Meine Erfahrung mit ihnen beschränkt sich jedoch auf Arnik Arduna und Katrin Olvi. Sie wirken nicht anders als der Rest von uns. Ein bisschen weiser vielleicht, aber sie sind anständige, hart arbeitende Leute. Okay. Was ist mit der Mission von St. Odwig? Es ist seltsam. Seit ich mich erinnern kann, hocken diese alten Vögel schon auf dem Hügel und blicken wie Falken auf uns andere im Dorf hinunter. Aber ich weiß kaum etwas über sie. Nicht einmal ihre Namen. Die Tuata? Soweit ich es verstehe, waren sie einst Angehörige des Hofs des Winters. Und genau wie alle anderen Feen auch. Doch dann wurden sie von irgendetwas Dunklem verlockt, das sie veränderte. Alles klar, dann lebt wohl. Ich versuche Camden zu finden. Wiedersehen. Neue aktive Quest, Heimkehr. Wer ist das? Schwester... Zelda? Link, bist du's? Seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Die Nachricht hat sich über alle Dörfer verbreitet. Jeder spricht davon. Es ist bald geschafft. St. Odwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Das Buch wird unser sein. Okay. Welche Kunde bringt ihr? Vater Dünvel leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitharus geweiht werden können, obwohl Schriften das Gegenteil belegen. Ich weiß, dass der Beweis, ein altes Buch der Weihe, in ihrem Reliquiar aufbewahrt wird. Aber ich konnte nie nahe genug herankommen, um einen Blick darauf zu werfen. Alle sind in Mitharus Armen willkommen. Ha! Diese Heuchler! Ich beschaffe das Buch für euch. Begeht wegen mir keine Verbrechen. Sollte Mitharu euch allerdings dazu veranlassen, Gerechtigkeit walten zu lassen, werde ich euch nicht im Weg stehen. Na, das klingt ja nett. Wo ist das Buch? Die Brüder der Mission St. Odwig bewahren das wertvolle Buch in ihrem Reliquiar auf, aber niemand außerhalb des Ordens darf auch nur einen Blick darauf werfen. Und die Feien? Wenn derartige Geschöpfe nicht Teil des Plans der Obrigkeit wären, würden sie in der Natur nicht existieren. Punktum. Mitharus göttliche Ordnung herrscht über alles, selbst über die Feien. Okay, und die Mission von St. Odwig? Wisst ihr es denn nicht? Sie ist weniger eine Mission als vielmehr eine Festung der Täuschung. Eine Zitadelle der Lügen. Sie wirft ihren bedrohlichen Schatten auf ganz Gorhard.
Vater Dünvel wird versuchen, seinen Glauben zu verteidigen. Aber er ist einfach nur ein Soldat, der Befehle befolgt. Keiner von ihnen denkt selbstständig. Erzählt mir mehr über euch. Es ist der Name, den ich wählte, als ich mich selbst in den reinen Wassern Mitarus taufte. Ich habe mich dem Weiheritual unterzogen und besitze dieselben Rechte wie jeder Mönch. Und Vater Dünvel? Er wäre ein guter Mann, wenn er nur über die Beschränktheit seines Glaubens hinwegblicken könnte. Mitaru heißt alle willkommen, nicht nur jene, die die Kirche als würdig erachtet. Und die verwundete Maid? Irgendjemand aus diesem Dorf hat ihr Unrecht getan. Aber ich verstehe, wie es dazu kommen konnte. So wie sich Gorhab darstellt, sollte man eigentlich annehmen, dass es ein netter Ort ist. Man darf eben niemals dem Schein vertrauen. Alles klar, dann lebt wohl. Nur für Mitglieder. Wir verfolgen aber erstmal die Camden-Storyline. Mal schauen, ob wir Loot, doch kein Loot, ob wir in irgendeiner Form und Weise den guten Mann finden können. Also ziehen wir mal nach Osten. Was liegt denn hier für ein Gesindel herum? So, aber es ist sehr schön hier. Auch wenn es neblig ist, hat man trotzdem immer noch eine sehr schöne Weitsicht. So, schauen wir mal auf die Karte. Okay, das ist noch ein Stückchen weiter. Da müssen wir hin. Camden Schicksal und den Brunnen der Elfen finden. Bleiben wir auf der Hauptstraße, mal gucken, wohin uns das führt. Und was ist das denn für eine gute Frau? Henry Kell. Endlich! Eine Weile dachte ich schon, nur die Kriegsgeweihten würden die Jolvanstraße benutzen. Henry Kell ist mein Name und ich bin eine Reisende aus Berufung. Ich bin keine Händlerin, aber ich hätte genau die richtige Aufgabe für jemanden wie euch. Seid ihr interessiert? Woran denkt ihr? Die meisten Reisenden haben Bedenken, sich mit dem schönen Volk einzulassen. Es ist schwerer zu durchschauen als Menschen und hat weniger Taschen, die man leeren kann. Doch die Balladen der Feinde sind nicht nur Legenden. Ich habe Teile einer Ballade gehört, in der ein prächtiger Rubinring vorkommt. Allerdings brauche ich jemanden, der mir dabei hilft, ihn zu beschaffen. Was springt für mich dabei raus? Ihr seid noch nie zuvor einer Reisenden begegnet, oder? Wir mögen bescheiden wirken, aber unsere Börsen sind stets gut gefüllt. Man kann ein ziemliches Vermögen finden, wenn man nur weiß, wo und wann man suchen muss. Okay, ich mache es. Die Ballade heißt Ring und Vergeltung. Ich weiß nur wenig darüber, aber wenn wir sie Schritt für Schritt nachspielen, sollte der Ring zu uns kommen. In der Geschichte bittet eine Maid einen Champion, ihr einen Ring zurückzubringen, der von einem Troll gestohlen wurde. Es mag ein paar Jahre zu spät sein, aber ich werde die Rolle der Maid übernehmen. Und ihr spielt den Champion. Zunächst müsst ihr euer Können unter Beweis stellen, indem ihr wilde Antilopen jagt und etwas mit zurückbringt, um den Troll zu ködern. Wozu brauchen wir Jagdtrophäen? Wer weiß. Ihr hättet vermutlich mehr Glück, wenn ihr einen dieser verdammten Feinde danach fragen würdet. Aber es ist nun mal das, was die Ballade verlangt. Ihr findet die Antilopen ganz in der Nähe. Bringt sie zur Strecke und nehmt Beweise für euren Erfolg mit. Wir werden sie später noch brauchen. Okay, erzählt mir mehr über die Ballade des Rings. Es ist die Geschichte einer Maid, die ihren Ring an einen gierigen Troll verlor. Also bot ihr ein junger Ritter, der ihr Champion sein wollte, an, ihn zurückzuholen. Der Champion erlegte einige Antilopen und nutzte die Kadaver als Köder.
Als der Troll erschien, um zu fressen, tötete der Ritter ihn und brachte der Maid den Ring zurück. Die Balladen dieser Feien wiederholen sich von ganz allein. Aber wenn wir sie nun aufführen, können wir den Troll und den Ring dazu zwingen, wieder zu erscheinen. So funktionieren diese feinen Balladen eben. Okay. Aber reden wir über etwas anderes. Reden wir über Gorhard. Sie sind alle Lämmer, richtig? Die Bewohner von Gorhard wollen sich zwischen den Bäumen vor dem Krieg verstecken. Aber ihr und ich, wir kennen die Wahrheit. Vor den Tuatha gibt es kein Entkommen. Und das Haus der Balladen? Wenn man sie zum ersten Mal hört, scheinen die Feien in Rätseln zu sprechen. Aber hört ihnen zu. Sie verehren Geschichten. So verleihen sie ihrem Leben eine Bedeutung. Falls man das, was sie tun, überhaupt Leben nennen kann. Das Haus der Balladen ist ein Ort, an dem sie in ihrer vergangenen Pracht schwelgen. Es liegt nördlich von hier, falls ihr neugierig seid. Was könnt ihr mir über die Kriegsgeweihten erzählen? Wer sich abmüht, um der Natur zu trotzen, ist ein Narr. Die Kriegsgeweihten haben diese Feste erbaut, damit sie der Zeit und der Natur standhält. Sie sollten die Lektion von Schloss Jolvan beherzigen. Wenn die Magie etwas zurückfordern will, das rechtmäßig ihr gehört, wird sie es auch tun. Okay. Das ist ja ganz schön viel. Kristallkrieg. Was könnt ihr mir darüber sagen? Niemand ist vor seiner verwelkenden Berührung sicher. Nicht einmal die Reisenden. Unser Schicksal, ebenso wie das aller anderen in Amalur, liegt in den Karten. Und der Netzwald? Ich habe den Netzwald viele Male bereist. Doch das war vor den derzeitigen Unannehmlichkeiten. Der Wald ist jetzt in der Gewalt von Spinnen. Man sollte sich am besten von ihm fernhalten. Erzählt mir mehr über euch. Ich bin ein erstgeborenes Kind der Reisenden. Aufgezogen, um auf die Art zu leben, wie es mein Volk seit Jahrhunderten tut. Mit Verstand und List. Und was ist mit den Reisenden? Ihr seid neu in den feinen Landen, richtig? Wir Reisenden sind Leute ohne Land, Gesetz oder König. Wir gehen, wohin wir wollen und tun, was uns gefällt. Abgesehen davon ist allgemein bekannt, dass wir zu den großartigsten Dieben im Land zählen. Küss einen Reisenden und zähl anschließend deine Zähne, so heißt es. Zungenfertig, also. Erzählt mir über Schloss Jolvan. Ein altes Schloss, das nun von Spinnen bewohnt wird. Es heißt, eine Hexe sei an dem Umsturz beteiligt gewesen. Aber ich weiß nichts über derartige Dinge. Und die Tuatha? Sie bleiben normalerweise beim Krieg im Osten. Zum Glück. Ich habe aber auch einige hier im dunklen Wald getötet. Wenn ich nur wüsste, was sie hergeführt hat. Erzählt mir über diesen Ort. Es ist die Wegkreuzung der südlichen und östlichen Routen. Außerdem ist es ein Zufluchtsort für jene, die den Schrecken des Netzwaldes zu entkommen suchen. Im Westen liegt das Dorf Gorhard, im Norden das Haus der Balladen. Alles klar, dann lebt wohl. Viel Glück!